Hallo, hier ist Silke. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es einen kleinen Nachtrag zu meinen beiden Wildkräuter-Videos. Ich hatte schon einen ersten und einen zweiten Teil von Wildkräutern, Wildblüten und Blätter gemacht. Das sind Wildpflanzen, die ich meistens so sammle. Und ich war kürzlich in einem anderen Waldgebiet, Parkgebiet unterwegs, in dem ich sonst nicht so zu Fuß zumindest unterwegs bin. Und wir waren 2-3 Stunden zu Fuß unterwegs, und zu Fuß findet man eigentlich oder findet man doch noch die eine oder andere Pflanze, die man so, wenn man mit dem Fahrrad durchrauscht, einfach doch übersieht. Genau, deswegen zeige ich euch heute noch 3 Wildpflanzen und einen Baum mit seinen Blättern und Blüten. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr die Walderdbeere. Die Walderdbeere gehört zur Familie der Rosengewächse, und bei der Walderdbeere sind die Früchte, die Blätter und auch die Blüten, kann man jetzt nicht, sind keine mehr da, man jetzt nicht erkennen, sind essbar. Die Beeren sind viel kleiner, aber aromatischer als die handelsüblichen Erdbeeren. Zu den Inhaltsstoffen kann man sagen, dass die Pflanze sich durch einen hohen Vitamin- und Mineralstoffgehalt auszeichnet. Also Folsäure, Vitamin C, Vitamin E, K, Eisen, Kalium und so weiter. Was kann man noch sagen zur Heilwirkung der Früchte? Also die Blätter hier, die haben einen hohen Gerbstoffgehalt und finden Anwendung bei Magen- und Darmstörungen oder auch zum Gurgeln und Spülen bei entzündeten Schleimhäuten. Zu den Früchten, also zu den Heilwirkungen der Früchte hier, kann man sagen, sie wirken harntreibend, erfrischend und haben auch eine positive Wirkung auf die Leber und Galle. Das ist auch wissenschaftlich untermauert. Hier könnt ihr gut den Beifuß sehen. Der Beifuß gehört zur Familie der Korbblütengewächse, und beim Beifuß sind die Blätter und später auch die Blüten essbar. Könnt ihr auch gut erkennen, die Stängel sind rötlich-braun. Die Blattoberseite ist einfarbig grün, und wenn ihr die Blattoberseite umdreht, könnt ihr erkennen, sehr hell, also sehr helles, eine helle Unterseite, die auch sich so ein bisschen filzig anfühlt. So. Die Blattenden sind zugespitzt, kann man gut schön sehen. Vom Geschmack, der Geschmack ist so süßlich bis bitterwürzig, sehr aromatisch. Und was mir aufgefallen ist, also die Fasern oder das Blatt ist sehr fest, also man kann es auch kaum runterschlucken, also mir geht es zumindest so. Also man kann es aber gut wie ein Kaugummi kauen, also sehr angenehm, ist mir sehr angenehm aufgefallen. Zu den Inhaltsstoffen lässt sich sagen Gerbstoffe, Bitterstoffe, Flavonoide und ätherische Öle. Zu den Heilwirkungen des Beifuß kann man sagen, wirkt antibakteriell, beruhigend, appetitanregend, verdauungsfördernd und krampflösend. Und wie der Name auch schon sagt, es wirkt auch lindernd bei Beine und Füße, die vom langen Wandern wehtun. Man kann ein Öl mit Beifußkraut ansetzen und schmerzende Füße und Beine damit einreiben. Der Beifuß eignet sich auch zum Räuchern. Die nächste Wildpflanze nennt sich Waldziest. Der Waldziest gehört zur Familie der Lippenblütengewächse. Und beim Waldziest sind die Blätter und die Wurzeln essbar. Der Waldziest besitzt auch Blüten, die ihr gut sehen könnt. Schöne Lippenblütlerblüten, sehr schön erkennbar. Die Blätter fühlen sich fein flauschig an, herzförmig. Am Ende spitz zulaufen, kann man auch gut erkennen, am Rande regelmäßig gezähnt. Der Stängel ist vierkantig und behaart. Die Blätter sind paarig angeordnet, das kann man gut erkennen, und stehen sich kreuzweise gegenüber. Das kann man auch gut von oben erkennen. Auffällig am Waldziest ist sein strenger Geruch. Also ich habe jetzt ja nur die Blätter berührt, nicht mal irgendwie zerrieben. Und wenn ich an meine Hand rieche, ist an meiner Hand dann auch dieser strenge Geruch. Der Geschmack ist sehr würzig, aromatisch, erinnert an Steinpilze. Der Waldziest beinhaltet an Inhaltsstoffen ätherische Öle, Bitterstoffe und Gerbstoffe. Zu den Heilwirkungen lässt sich sagen, besitzt krampflösende Eigenschaften, wirkt nervenstärkend und menstruationsregulierend. Hier seht ihr nochmal die Sommerlinde. Jetzt blüht sie. Ich bin schon auf die Sommerlinde in meinen Wildkräutervideos im ersten oder zweiten Teil noch drauf eingegangen. Auf die Blätter, da blühten sie noch nicht.
Also die Blüten werden ja getrocknet und in der Volksmedizin eingesetzt bei Husteninfekten und sie wirken auch schweißtreibend und beruhigend. Und man kann diese Blüten auch wunderbar roh essen. Probiert's aus. Sehr lecker, sehr aromatisch und süß. Mögen auch meistens Kinder, also meine zumindest. Und probiert's einfach aus. Schaut, dass die Linden nicht an der Straße stehen, sondern irgendwo im Park. Und dann probiert's aus. Die Angelika Fischer, die Autorin von Alles Roh, die unterteilt ja Pflanzen in Pflanzengruppen. Und dazu gehören unter anderem auch die Malvenartigen, wie eben die Linde, Malve, Hibiskus gehört dazu, Durian, Okra und Baumwolle. Und sie empfiehlt die Blätter der Malvenartigen im Rahmen einer Rohkosternährung auch als Grundnahrungsmittel. Und das gemeinsame Merkmal aller Pflanzen ist, dass alle Blätter nach einer gewissen Zeit des Kauens eine schleimartige Konsistenz im Mund bilden. Das heißt, die Blätter besitzen einen hohen Gehalt an Schleimstoffen und diese wirken sich reizmildernd und gewebeentspannend aus. Dieser leichte Schleim, der legt sich dann bei der Verdauung wie so ein schützender Film auf die Magen- und Darmschleimhaut. Ich zeige euch jetzt mal hier diese Blüte. Die kann man jetzt essen. Ihr seht auch der Blütenstaub. Es empfiehlt sich auch mal nicht, also wenn ihr das probiert, dann nicht unmittelbar nach dem Regen oder Sturm, weil dann sind nämlich die ganzen süßen Blütenpollen abgewaschen. Und genau. Am besten oder probiert auch einfach mal Blätter und Blüten zusammen zu verzehren. Das ist eine gute Kombination. Ich werde mir jetzt gleich mal so eine Blüte probieren. Wirklich sehr lecker. Ich kann es immer wieder nur empfehlen. Probiert es aus. Mit diesen tollen Lindenblüten lässt sich auch ein Apfel-Lindenblüten-Gelee selbst herstellen. Das hat jetzt keine Rohkostqualität, weil es gekocht werden muss. Dafür braucht ihr einfach frisch gepflückte Lindenblüten, naturtrüben Apfelsaft, etwas Süßungsmittel, nicht so viel wie sonst, weil ja der Apfelsaft an sich auch schon eine Süße mitbringt. Und als Geliermittel habe ich immer Agar-Agar verwendet. Das ist ein Geliermittel auf Meeresalgenbasis. Das findet ihr im Bioläden. Ja, ich werde euch das Rezept einfach unter das Video nochmal hinzufügen, wie man das zubereitet. Und dann könnt ihr das gerne nachmachen, mir auch einen Kommentar unter das Video lassen, wie ihr das Rezept findet, wenn ihr es ausprobiert habt. Ich rate euch, wenn ihr Lindenblüten pflücken wollt, dann tut das jetzt, solange die Blüten noch in voller Blüte stehen und noch nicht verblüht sind. Genau, das war's mal wieder von mir. Lasst es euch gut gehen. Bis bald.